So, hallöchen, liebe Leute. Und herzlich willkommen zum nächsten Teil hinter den Kulissen bei Coding Bootcamps Europe. Heute haben wir Isabella zu Gast. Hallo Isabella. Hallo Justus. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Ja, klar. Also ja, mein Name ist Isabella und ich bin seit April beim Coding Bootcamps dabei. Und wie bist du denn zu uns gekommen? Was hast du denn vorher gemacht, bevor du im Bootcamp gelandet bist? Ja, also vorher war ich eigentlich immer so im Vertrieb unterwegs. Ich war jahrelang, also in der ersten Firma hatte ich 11 Jahre im Vertrieb gearbeitet, bin damit halt auch viel gereist mit meinem Job und habe den Job damals gekündigt, bin dann halt nochmal ein halbes Jahr so reisen gewesen und bin danach an meinen letzten Job gekommen. Das war im Automotive-Bereich, auch im Vertrieb. Und also ich war immer eher im Vertrieb Marketing zuständig. Mhm. Hast du sowas auch studiert oder eine Ausbildung gemacht oder wie lief das ab? Also ich habe eine Ausbildung nur als Industriekauffrau gemacht, war aber halt bezüglich mit meinen Sprachen, mit Spanisch und Englisch, damals hatte ich noch Französisch in der Schule, bin ich dann halt an meinen ersten Job gekommen und war dann halt da im Sales-Bereich, aber schon eher dann viel extern unterwegs. Also ich war halt viel im Ausland auf Messen und da waren wir halt international angerichtet, das war halt auch ganz cool. Mhm. Und hat das Spaß gemacht? War es ein cooler Job? Ja, war auf jeden Fall ein cooler Job. Bei mir war halt, also wegen der Reisemöglichkeit war es halt super, weil ich halt auch so mega gern reisen gehe. Dadurch konnte ich halt sehr viel Länder auch kennenlernen und auch Menschen kennenlernen. Und aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, okay, cool, ich würde halt irgendwie noch, weiß nicht, irgendwas Neues noch machen. Also irgendwie war dann halt irgendwann der Wunsch da, ich will mich irgendwie, weiß nicht, irgendwie anders oder umorientieren und was Neues machen. Jo. So, und jetzt bist du im Team von Coding Bootcamps Europe. Wie kam es dazu? Ja, ist ganz witzig. Also ich bin ans Bootcamp oder sagen wir an die Connection bin ich gekommen. Ich habe den Robin, halt einen der Geschäftsführer, habe ich auch beim Reisen kennengelernt. War auch ganz interessant. Und ja, wir sind halt immer so ein bisschen in Connection geblieben, haben uns auf verschiedenen Teilen der Welt dann nochmal wieder getroffen. Und er ist halt auch schon länger oder in dem Business ist er ja schon lange. Und mein Traum war halt immer auch mal remote arbeiten zu können und so bin ich überhaupt ans Bootcamp gekommen, weil ich selber erstmal drüber nachgedacht habe, die Ausbildung selber zu machen, aber die Wege sind dann so gekommen, dass ich dann halt auch noch Bedarf beim Bootcamp war da, wurden Leute gesucht, weil wir uns da halt auch immer noch vergrößern und ja, und da habe ich halt einen Job bei uns bekommen. Cool. Ja. Was machst du bei uns genau? Gut, eigentlich irgendwie so alles von allem etwas. Ich bin viel im Backup, ich bin viel Unterstützung, sagen wir von der Geschäftsführung, ist halt Mareike und Robin. Team unterstützend bin ich noch da und im Assessment. Also jeder Bewerber landet wahrscheinlich am Anfang erstmal bei mir. Das sind diese Qualifizierungsgespräche. Also ich lerne dadurch halt auch die ganzen Leute bei uns, also kennen, die sich bei uns bewerben. Ist halt auch immer ganz cool. Cool. Das heißt, wenn sich jemand bei uns bewirbt über das Online-Formular auf unserer Seite, Link packen wir euch unter das Video, dann landet er in einem persönlichen Gespräch bei dir. Ganz genau. Und und dann wird halt mit den Bewerbern halt gesprochen, wie wir halt in Bezug auf die Karriereplanung, wie mit unserem Bootcamp halt oder was sie erreichen wollen, wie wir dabei helfen können. Ist halt wirklich halt so ein Gespräch, um erstmal herauszufinden, was sind die Wünsche, was sind die Ziele, was haben die vielleicht schon mit der vorige Werdegang, halt einfach so ein bisschen herauszufiltern, wie die Leute dann halt auch zum Bootcamp passen. Ja, cool. Das heißt, du kennst schon alle, bevor sie überhaupt... Ganz genau, deshalb, das ist immer ganz cool. Wie gesagt, am Anfang, wenn man sich halt quasi kennengelernt und wenn das Profil halt auch passt und der Kandidat halt auch geeignet ist für unser Camp, dann werden die halt nochmal zum nächsten Gespräch halt eingeladen. Aber am Anfang sind die auch erstmal bei mir. Das ist immer ganz... Okay. Ja. Das heißt, es gibt erstmal so ein relativ unverbindliches Kennenlerngespräch. Ganz und genau. Wer das genau, also, landet in der nächsten Runde oder wie kann ich mir das vorstellen? Also man kann sich bei uns bewerben, das ist online. Und dann rufen mir die Bewerber an, sagen wir in ein, zwei Tagen oder am selben Tag manchmal rufen mir sogar die Bewerber noch an. Und und dann wird halt ein bisschen kennengelernt. Also es ist halt eine Viertelstunde geht das Gespräch ungefähr. Und ja, dann sind halt, dann hört man heraus, wie die Motivation ist, was sind die Ziele, wie können wir helfen. Und ja, und dann, wenn man sagt, okay, das passt, von beiden Seiten kann man sich mal gut vorstellen, dann würden wir die Person halt nochmal zu einem
neuen Kennenlernen, Bewerbungsgespräch einladen. Da geht es halt noch ein bisschen tiefer ins Detail rein. Also was genau die Leute am Ende der Ausbildung halt mitnehmen können. Und ja, jo. Da geht es halt wirklich halt um die Ziele halt auch und was sie damit erreichen können, um halt diesen Wechsel in eine andere Branche oder halt das Leben halt auch damit zu verändern. Ne? Also wir haben halt auch, wenn man überlegt, also erstens sind immer viele sehr coole Bewerber dabei, alle oder viele total unterschiedlich, kommen aus verschiedenen Branchen. Und wenn man überlegt oder mal nachdenkt, die am Anfang bei uns, also wenn die bei uns angefangen haben, was am Ende dann herausgekommen ist, diese Entwicklung, die sie halt auch gemacht haben, ist halt auch so mega interessant und auch so cool, wenn man sieht, was dann halt daraus geworden ist. Also es ist auf jeden Fall viel Potenzial überall. Deshalb, ich freue mich immer, wenn Leute sich bewerben. Und ja, und wie gesagt, was am Ende halt, wie sie sich halt selber entwickeln. Ja. Das passt auch ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ja. Wer hat denn deiner Meinung nach eine Chance im Bootcamp? Oder wen suchen wir? Für wen ist es geeignet? Also geeignet ist, sagen wir, das Camp für jeden, der Bock hat, sich weiterzuentwickeln, der sein Leben verändern möchte, wer einen neuen Job haben möchte, also Leute, die, sagen wir, keine Erfahrung haben oder wenig Erfahrung, können genauso in dem Bootcamp mitmachen wie Leute, die halt schon etwas Erfahrung haben oder viel Erfahrung. Solange die, ja, genau, in der IT. Und wie gesagt, da hat jeder die Chance. Am wichtigsten halt wirklich einfach die Motivation. Also ich persönlich bin halt auch mal der Meinung, wenn man etwas unbedingt möchte, wie zum Beispiel, wenn man sagt, okay, die Intention dahinter ist, man möchte sein Leben verändern, man möchte einen neuen Job, dann schafft man das auch. Wie gesagt, mit ein bisschen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ne, und halt auch dahinter bleibt, dann funktioniert auch. Und wenn man überlegt, das sind 3 Monate, sagen wir, in einem Vollzeitcamp, wir haben auch noch ein Teilzeitcamp oder Modulcamp haben wir auch noch für Leute, die halt auch noch arbeiten, damit die halt trotzdem noch die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln oder vielleicht auch den Beruf zu wechseln, aber ihren alten Job erstmal noch nicht verlassen können, gibt es halt bei uns auch die Möglichkeit, trotzdem die Ausbildung bei uns zu machen. In der Vollzeitausbildung sind das halt 3 Monate, sind 13 Wochen intensiv. Und wenn man denkt, okay, das sind 13 Wochen von deinem Leben, aber danach kann dein Leben halt komplett anders verlaufen. Also warum nicht? Ich habe letztes Jahr gelernt mit dem Motto, why not? Also wieso nicht? Probier's einfach. Ne? Also du hast nichts zu verlieren. Ja. Also du kannst höchstens verlieren, dass dein Leben nicht einfach komplett anders sein kann. Und das ist doch einfach mega. Ja, letztendlich hast du ja auch einiges umgestellt bei dir, oder nicht? Ja, total. Also ich habe nie gedacht, dadurch, also sagen wir mal, mein Traumjob, womit ich halt, ich wollte immer gerne einen Job haben, wo ich von überall auf der Welt arbeiten kann. Mhm. Und war halt damals mit meinem Job halt leider nicht möglich. Wie gesagt, der Job hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte da halt nie die Möglichkeit von, keine Ahnung, sagen wir mal, Costa Rica, Portugal, whatever zu arbeiten. Mhm. Und mit diesem Job, wie gesagt, habe ich die letzten 1,5 Jahre in Rom gelebt, Italien. Ist halt einfach mega. Und viele Menschen, die ich jetzt auch kennengelernt habe, viele Bewerber, die haben halt auch dieselben Wünsche. Die würden halt auch gerne, sagen wir mal, diese Unabhängigkeit. Man kann von überall aus arbeiten. Solange man vernünftiges Internet hat und man hat Lust, dann kann einen niemand mehr stoppen. Also dann kannst du ja trotzdem arbeiten und das ist ja super. Und mit diesem Bootcamp oder mit dieser Möglichkeit, mit dieser Ausbildung, die es halt früher halt nicht so gab, stehen dir so viele Türen offen. Und das ist echt, ja, man ist auf jeden Fall, sagen wir mal, die Mühe wert, was am Ende dann dabei rauskommt. Ja, und wir sehen ja auch einfach, dass es funktioniert. Ne? Wir haben jetzt ein paar Bootcamps fertig. Und ganz unsere TeilnehmerInnen haben das erstmal mega gut absolviert und sind danach einfach sofort in neue Jobs gestartet. Ja, und besonders ist halt auch schön zu hören, die Leute, die halt schon fertig sind mit dem Camp, wie glücklich die sind. Wir hatten uns jetzt mit einem unterhalten, der hat gesagt, das wäre die beste Entscheidung seines Lebens gewesen. Mhm. Und wenn du überlegst, sind 3 Monate, die dein ganzes Leben halt verändern können. Und das ist ja nicht so, du entwickelst dich ja trotzdem immer noch weiter. Es ist nicht so, du machst 3 Monate eine Ausbildung und bist danach fertig und stopp. Nee, du machst 3 Monate deine Ausbildung, machst die ganzen Grundlagen, kannst einen neuen Job starten, ein neues Leben starten und entwickelst dich da auch nochmal weiter, wo sich auch noch wieder neue Türen öffnen können. Bei uns ist halt auch noch so schön diese Community, die bei uns aufgebaut werden kann. Ja, da öffnen sich manchmal Türen, wovon man halt vorher gar nicht gedacht hat, dass die Türen überhaupt geöffnet werden können. Das ist halt auch noch das Spannende. Mhm. Ja, cool. Klingt doch alles mega. Ja. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Sehr schön. Apropos Spaß, was machst du denn, wenn du nicht arbeitest? Wenn ich nicht arbeite? Das ist halt das Schöne, wenn ich glaube, ich arbeite sehr gerne. Das ist halt auch, wenn man halt etwas tut, was einem wirklich Spaß macht, dann ist Arbeit nicht Arbeit. Dann macht man es halt gerne. Und wie gesagt, mit diesem Remote-Job ist halt auch super. Ich kann vom Strand aus arbeiten, ist egal. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, solange es halt mit Corona irgendwie reisemäßig irgendwie funktioniert. Aber wie gesagt, ich war jetzt auch lange in Italien, habe von da gearbeitet und
kann halt meine Arbeit, sagen wir mal, mit meinen Hobbys verbinden. Das war halt im ersten Fall halt immer Reisen. Ich reise super gerne. Und ja, das mache ich noch gerne. Ich esse sehr gerne. Kann man auch immer schön kombinieren mit Reisen. Die kulinarischen Meilen der Städte kennenzulernen ist auch meins. Gut, sonst bin ich halt super gern draußen. Also ich versuche halt immer viel spazieren zu gehen, laufen. Wie gesagt, hier, jetzt bin ich ja in Deutschland. Hier ist es halt eher gerade im Moment kalt. Aber wenn das Wetter, heute scheint ja die Sonne, ist ja ganz cool, könnte man eigentlich mal rausgehen. Aber sonst, sagen wir mal, bin ich halt immer am liebsten draußen. Fahrrad laufen, spazieren. Ich habe es mit Surfen mal ausprobiert. War ja damals war mein Plan. Ich wollte länger nach Bali gehen, bevor Corona kam. Hat dann leider nicht so funktioniert. Surfen hier in der Nähe ist halt auch ein bisschen schwierig. Aber ist sonst halt auch etwas, was ich halt auch ein bisschen intensivieren möchte. Aber vielleicht ist es ja nächstes Jahr wieder möglich. Weiß man nicht. Ja, hoffentlich. Ey. Ja, ich hoffe auch. Hast du sowas wie ein Lieblingsreiseziel oder irgendein Land, das du bereist hast, wo du sagen würdest, da willst du unbedingt wieder hin? Ja, also ich habe ja mal ein halbes Jahr auf Hawaii gelebt. Also ich würde auf jeden Fall mega gerne wieder nach Hawaii. Also wunderschön. Also da würde ich mega gerne wieder hin. Bali ist auch eins meiner Lieblingsziele. Da wäre halt wieder Bali-Kombination mit Surfen und Yoga und geilem Essen. Also ist halt die super Kombi. Gut, Italien ist sowieso eins meiner Lieblingsländer, aber da fliege ich jetzt im Juni auch wieder hin, arbeite dann noch, Juni, im Januar, im Januar und arbeite dann halt auch wieder aus Italien aus, ein paar Tage. Und ja, gibt halt viele Länder, die ich halt gerne noch bereisen möchte. Mal schauen. Ja, fällt dir gerade eins ein, das auf deiner Liste steht? Portugal. Du kannst mir wahrscheinlich auch noch mehr Tipps dazu geben. Portugal war ich noch nicht. Ja. Ja, definitiv. Ja, also auf jeden Fall, nächstes Jahr ist auf jeden Fall Portugal dran. Ja, cool. Vielleicht sehen wir uns da. Italien, Griechenland. Also ich war jetzt auch das erste Mal in Griechenland, war auch immer auf meiner Liste, das war auch ganz cool. Aber ja, auf jeden Fall Portugal. Cool, dann gehen wir zusammen surfen, oder? Ja, du bist doch eh öfters da, ne? Ja. Ja. Ja, cool. Nee, treffen wir uns, können wir ja aus Portugal zusammenarbeiten. Sehr gut. Das klingt sehr gut. Ja. Ja, cool. Möchtest du sonst noch irgendwas erzählen? Noch erzählen? Nee, also wie gesagt, ich kann nur sagen an die Leute, wenn ihr wirklich schon länger überlegt, euer Leben umzukrempeln, was Neues zu machen, traut euch. Also ich glaube, ganz oft ist das Problem, Leute trauen sich nicht. Damals haben ganz viele zu mir gesagt, wow, du bist so mutig, du hast einen Cut gemacht, du hast deinen Job gekündigt, hast ein komplett neues Leben gestartet. Das kann jeder andere auch. Das kann jeder andere auch. Ich selber fand es nicht so mutig. Bei mir war halt nur, ich wollte halt was anderes. Also du kannst ja irgendwie immer zurück zu dem, was du vorher gemacht hast. Das, also ich finde, das ist immer, die Möglichkeit ist immer da. Aber ein neues Leben zu starten oder halt eine Veränderung, ich bin in ein komplett neues Land gezogen, eine neue Sprache gelernt, dann meinen Traumjob bekommen. Wenn du halt nichts machst, dann wirst du auch nie eine Veränderung haben in deinem Leben. Und deshalb kann ich immer nur wieder motivieren, keine Ahnung, traut euch, macht was Neues. Wie gesagt, allein ja du und unsere ganzen anderen Kollegen, ne, das sind ja auch alles Leute, die sich halt irgendwann mal getraut haben, was zu machen. Und im Endeffekt leben wir jetzt quasi oder leben jetzt einen Job, der uns halt Spaß macht. Also wo wir halt so mal Hobbys mit Arbeit irgendwie noch kombinieren können und uns trotzdem halt irgendwie noch alle weiterentwickeln können. Deshalb, wie gesagt, traut euch alle und ja, bewerbt euch, probiert es aus, erkundigt euch. Wie gesagt, manchmal weiß man ja noch gar nicht, ob man vielleicht Spaß daran hat. Das ist halt auch immer noch ganz cool. Man kann es ja wenigstens sagen, okay, vielleicht wäre das ja mal eine Überlegung wert. Man kann sich bei uns bewerben für ein kostenloses Erstgespräch und ja, da kriegt man auf jeden Fall mehr Informationen. Ja. Unser Camp startet auch jeden Monat. Also, wie gesagt, man kann jeden Monat sein Leben umkrempeln. Mega. Ja. Schönes Schlusswort. Ja. Danke, Isabella. Ja, ich danke dir, Justus. Mach's gut. Ja. Sehr schön.